Go. Aufnahme. Okay. Ja. Warten wir noch kurz. Wir Soll ich so lange ein Tänzchen machen? Ja, tanz doch mal. Okay, ich glaube, denen ist das relativ egal. Ja, ich glaube auch. Ja. Das ist Berlin. Hallo, ich bin's mal wieder und heute gibt's das von mir versprochene Glossybox-Event bzw. Berlin-Follow-Me-Around-Video. Und im Laufe vom Video wird's dann sogar eine Verlosung geben. Yay! Ja, ich hoffe, es ist nicht zu chaotisch und ja, ich habe einfach versucht, so ein paar Eindrücke festzuhalten aus meinem Aufenthalt dort. Und ja, ich hoffe, es gefällt dir, wenn du auf Follow-Me-Arounds stehst. Oder sonst irgendwie interessiert bist, dann kannst du ja dranbleiben. Ich würde mich freuen. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß. So, ich dachte mir, ich zeige euch noch kurz mein Zimmer. Hier kommt man durch die pinke Tür rein und hat direkt diesen verrückten Hypnose-Flur vor sich. Und dann hier habe ich schon mal meine Sachen aufgemacht. Also ich habe noch nicht ausgepackt. Ich wollte vorher das drehen, damit nicht das Chaos ausbricht. Und hier ist wieder so ein verrücktes Hypnosebild und das Bett. Und ja, hier dieser Tisch. Da werde ich mich jetzt fertig machen, weil in einer halben Stunde geht's los und ich sehe noch aus wie hingekackt. Ja, also, dann sehen wir uns später wieder. Dann setze ich es nur hier an und drehe es einmal in der Hand so rum. Einmal so rum und lege das einmal wie so ein Geschenkband um die Schere rum. Und dann mache ich so und ziehe mir das nur bis zur Spitze dann da durch. Schon kommt es ein bisschen anders raus. Geil. Tada! Gefällt mir sehr gut. Sehr schön. Das sind deine Farben. Das sind die Sachen immer am Herbst für heute. Wenn ihr mitgemacht werden, wäre das voll alles. In den Flaschen leuchtet es ziemlich stark, weil die sehr hoch pigmentiert sind. Aber man kann die alles gleich da blenden. Aber ich schreibe auf jeden Fall, die nicht so begabt sind im Schminken oder dass die so machen. Die können das wirklich gut benutzen, weil du kein Tinsel-Equipment brauchst, sondern das wirklich mit dem Finger einfach verblenden kannst. So, jetzt ist der nächste Tag, also der Tag nach dem Glossybox-Event. Und ich gehe jetzt noch mit der Janina. Hallo! Hi. Auf den Mauerpark-Flohmarkt. Genau, Mauerpark. Und meine Haare haben sie mir gestern noch auf dem Event gemacht. Das ist noch so wie von gestern, nur ein bisschen ausgekämmter. Und mein Rock ist von Forever 21. Und dann habe ich noch so ein ganz einfaches Tanktop von H&M an. Und noch einen grünen Pulli auch von Forever 21. Und ja, Strumpfhose ist von H&M und Schuhe sind von Tamaris. Aber die sind auch schon sau alt, die Schuhe. Ja, die sind auch sehr cool. Und ja, sonst, genau. Also, heute ist der
Du musst jetzt kein Datum sagen. Dritte Tag meines Berlin-Aufenthaltes, ja. Den ersten Tag habt ihr gesehen, das war das Glossybox-Event. Gestern war ich auf dem Flohmarkt, das habt ihr gerade schon gesehen. Und heute habe ich die liebe Fleur getroffen. Und jetzt dachten wir, zeige ich noch mein Outfit kurz her. Ja, beginnen wir mal mit der Jacke. Das ist meine absolute Lieblingsjacke derzeit. Die ist von Mango und aktuell, also die könnt ihr noch kriegen. Und drunter trage ich dieses T-Shirt. Oh, sehr geil. Sehr, sehr geil. Und wo hast du das? Von Peek und Kloppenburg. Echt? Ja. Hätte ich gar nicht gedacht, dass die so coole Sachen haben. Sehr gut. Und ja, das trage ich. Und dazu eine Skinny Jeans von Cheap Monday. Die ist auch aktuell. Und die Schuhe hier, die sind von Max, heißt der Laden. Kannst du mich näher hingehen, das okay. Fokussiert von selber dann. Also das sind die Schuhe. Auch sehr hier. Cool. Und trage ich sonst noch was? Nein, ich trage wieder diese Uhr von Michael Kors. So eine Golduhr. So die ist eine sehr, sehr schön, die ist mir vorhin schon aufgefallen. Oh. Und sonst kriegst du Ohrringe, Kette? Trage ich gar nicht. Ah. Ich bin ganz nackt. Nackt? Ja. Nackt in Berlin. Ja, und das war's schon wieder. Dann sehen wir uns entweder gleich wieder, wenn wir noch irgendwas Spektakuläres erleben, oder dann morgen. Bis dann! So, wir sind jetzt in einem eigentlich nicht Internetcafé, sondern in einem Café, in einem normalen Café. Und ich lade gerade das Video hoch. Und wir werden hier jetzt 3 Stunden lang sitzen, damit das Video hochgeladen ist. Was tut man nicht alles für YouTube? Und dann haben wir dann schon was vor. Eine Bank überfallen mit dem Aufzug. Bank überfallen. Ja, dann wissen wir noch nicht, was wir machen. Aber jetzt muss ich erstmal warten, dass das Video hochgeladen ist und ihr was Neues zu sehen kriegt da. Aufnahme läuft. Also, heute ist der 4. Tag meines Aufenthalts und weil es gestern so nett war, habe ich wieder die Fleur getroffen. Und wir sind jetzt in einem Café gelandet, nachdem wir in einem kleinen 2 Vintage-Shops waren. Und da habe ich mir saugeile Schuhe geholt. Ich zeige es euch gleich mal. Oh Gott, das wird anstrengend für meinen Arm. Ich muss immer kurz abschützen. Nach solchen habe ich schon mega, mega lange gesucht. Und einfach so 20er-Jahre-Schuhe mit weißem und schwarzem Leder. Und voll die schöne Muster haben die, so Fräsungen oder wie man das nennt. Nennt man sowas? Ausstattung hätte ich jetzt Ausstattung, gesagt. Genau. Und ja, das sind sie. Und das Geile ist, die Fleur hat mit dem Preis verhandelt dann für mich, weil ich immer so schüchtern bin. Und hat dann tatsächlich mir diese Schuhe um 30 Euro verschafft. Und ja, ich liebe dich dafür. Und ja, jetzt wissen wir noch nicht, was wir weitermachen. Wahrscheinlich noch in ein paar Shops gehen. Und jetzt zeigen wir euch aber erstmal unser geiles Kaffeekränzchen. Kaffeekränzchen. Ja, was ist das? Zuckerguss oder so, ne? Auf jeden Fall sieht es sehr, sehr lecker aus. Kannst du auch mal selber machen. Ja. Das ist es. Und das hier ist die liebe Fleur, die ich euch gar nicht gestern gezeigt habe, vor lauter Aufregung. Hallo! Ja. Und ihren Kanal, wie gesagt, verlinke ich unten in der Infobox. Das ist ganz, ganz toll. Schaut unbedingt vorbei. Unser geiles Essen, oder was heißt Essen? Unseren Mitternachtssnack hier. Ich habe Schoko-Banane-Waffeln. Und was ist mit dem? Ich habe Hottie Himbeer. Und 2 Tees und eine schöne Blume, die angemalt ist, die ist angemalt. Und das hier ist das Kauf dich glücklich. Ja. Oh Gott. Und jetzt hauen wir rein hier. Ja. Der erste Biss, ne? Und dann das so schneiden mit dem Löffel und der Gabel? Ja, Mann. Das ist die neue Technik. Nein, du musst dir ein Messer hier kaufen, ne? Weil das heißt, der kauft dich glücklich und hier kannst du alles kaufen. Oh ja. Muss man den Teller kaufen, die Gabel kaufen und alles kaufen. So machen die hier Geschäft hier. Ja. Und die Schoki ist für später. Ja. Geil. Fürs Bett. Unser letzter gemeinsamer Abend. Hier endet eigentlich der Trip. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und jetzt muss ich aufhören.
könnt, sonst fange ich an zu weinen. Nein. Aber ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und du kannst mir mal ein Feedback da lassen. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Da sitzt der Rocky schon bei den Sachen für die Verlosung. Yeah! Und bewacht sie ganz brav. Gell, mein Schatz? Ja, genau. So, und jetzt zeige ich euch mal, was das ist. Eigentlich hatte ich gar nicht vor, eine Verlosung zu machen. Ich wollte nämlich eine ganz große machen, aber ich dachte mir, es ist schöner, wenn ich euch so hin und wieder einfach eine Freude bereite und so kleinere Verlosungen einwerfe. Die ganzen Bedingungen, wenn man sie so nennen kann, weil es gibt im Prinzip keine, ich will euch einfach was zurückgeben, findet ihr in der Infobox und die muss ich mir nämlich noch überlegen, also kannst du mal nachlesen. Hier, das ist von Lush, die beiden Sachen, da haben wir einmal ambitioniert und einmal selbstbewusst und das ist so ein ganz schönes Goldbraun, so ein Haselnussgoldbraun, ja Schatzilazi. Und das ist für einen Lidstrich oder so einen goldenen, goldbraunen Akzent setzen. Und das hier selbstbewusst, die Farbe liebe ich. Die ist ähnlich wie die Lippenstifte, die ich zurzeit trage. So ein richtig schöner Bärenton einfach. Dann haben wir noch dabei so ein Benidura Pigment. Das ist so ein, wie könnte ich das beschreiben, so ein ganz dunkles Grau mit einem Blaustich. So ungefähr. Ja. So würde ich das beschreiben. Also eignet sich sehr schön für Smoky Eyes zum Beispiel. Und dann haben wir hier drüben noch so Nagelsticker. Also die sind super einfach anzuwenden. Ich habe eben auch welche. Und die hier finde ich auch sehr cool. Und das sind überhaupt meine Lieblinge. Die sind wie so eine so Vintage-Tapeten irgendwie. Also finde ich sehr cool. Und die sind super einfach anzuwenden, also da könnt ihr einfach das auf den Nagel draufkleben, vorher schön säubern und dann halten die ewig. Da hoffe ich, dass das dem einen oder anderen gefällt. Wie gesagt, wenn du mitmachen willst, dann schau einfach in die Infobox und da schreibe ich alles nochmal rein, genau was so getan werden muss, beziehungsweise ja, wie gesagt, wird nicht viel sein. Und ja, dann wünsche ich viel Spaß beim Mitmachen und hoffe, das Video hat euch gefallen.